Anne, du warst schon mal hier auf Hawaii 2012 zum Vorbereitungstraining auf den letzten Teil der WM-Serie. Jetzt bist du zurück. Was hat sich denn hier in Hawaii seitdem verändert? Ja gut, die Zielsetzung, wofür ich herkomme, ist natürlich eine ganz andere und die Distanz ist eine ganz andere. Aber grundsätzlich hat sich nichts geändert. Also das Wetter ist immer noch das Gleiche, die Landschaft schaut immer noch genauso aus. Von daher ist es schön, wieder hier zu sein. Es ist auch schön und beruhigend, auch irgendwie zu wissen, was einen erwartet. Aber natürlich, die Zielsetzung ist eine ganz andere. Wie lief deine Vorbereitung? Du warst ja erst in Südafrika bei der WM, erst 5 Wochen her. Wie ist es da? War es schwer, sich dann nochmal so zu pushen für Hawaii? Ja, es ist anders. Also ich hatte ja mir letztes Jahr nach meiner langen Verletzung ziemlich große Ziele gesetzt und ich wollte unbedingt ja mal im 70-3 Fuß fassen und mich da für die 70-3 WM qualifizieren. Und wenn ich mich das schaffe, mich zu qualifizieren, dann würde ich da gerne eine Medaille holen. Und das war so mein großes Ziel dieses Jahr. Und so ein Parallelziel war natürlich auch mal Ironman schon auszuprobieren und wenn möglich mich für Hawaii zu qualifizieren. Von daher habe ich jetzt alle meine Ziele erreicht. Und Hawaii sehe ich jetzt einfach so als, ja, als Belohnung für eine ganz tolle Saison, als eine Möglichkeit, Erfahrung zu sammeln, weil ich glaube, hier muss man wirklich erstmal Erfahrung sammeln. Auch die Distanz ist einfach noch so ungewohnt für mich. Von daher sehe ich das als, ja, als Chance, Erfahrung zu sammeln und nächstes Jahr dann mit Zielen hier anzureisen. Jetzt hast du ja auch schon bei deinem ersten Ironman in Frankfurt Erfahrungen gesammelt. Wir sind jetzt noch die Bilder eben von diesen letzten 10 Kilometern von dir im Marathon im Kopf. Das war ja wirklich ein ganz, ganz harter Kampf. Was willst du hier jetzt oder was hast du daraus mitgenommen? Was willst du hier anders machen? Ja, ich meine, das ist halt, ja, es ist halt ein großer Unterschied, Kurzdistanz zu machen oder auch 70-3, das ist noch sehr ähnlich beisammen. Oder dann diese Ironman-Distanz. Ich muss sagen, ich habe das schon unterschätzt, was so diese Energieversorgung betrifft. Ich habe zum ersten Mal gemerkt, dass Energie endlich sein kann, dass sie eben nicht kontinuierlich zur Verfügung steht und daran habe ich natürlich gearbeitet und ja, aber diesen Körper einfach von dieser hochlaktaziden Belastung in dieses Ausdauer umzutransformieren ist halt einfach ein Prozess und der dauert und ich hoffe, dass ich jetzt ein Stück näher oder ich werde ein Stück näher sein, aber es wird immer ein Prozess sein und ich schaue mal, wo ich stehe. Also ich meine, hier ist die optimale Möglichkeit, sich mit dem Besten der Welt zu messen und es ist eine tolle Gelegenheit zu sehen, auf was ich dann aufbauen kann. Du hast mit Ben Lorang ja einen Trainer vom Jan Frodeno auch, der hier schon 2-mal gewonnen hat. Ich denke, der weiß, welches Training vielleicht für Hawaii funktioniert. Jetzt ist der Ben auch vor Ort. Ist ja nicht so oft, dass er damit dabei ist. Wie kann er dir hier direkt vor Ort helfen? Ach, ich glaube, die Arbeit, die ist ja im Vorfeld getan. Klar, es ist super, wenn er hier ist. Es gibt einfach Sicherheit und ja, er hat halt auch eine ganz ruhige Art, einen dann nochmal richtig auf den Wettkampf einzustimmen. Und aber das Training und die Arbeit, die ist getan, da kann man jetzt auch nichts mehr ändern. Ich bin bestmöglichst vorbereitet, was ich getan habe. Mehr hätte ich auch nicht machen können. Also jetzt muss man sehen, wofür es reicht. Es ist Hawaii dafür bekannt, dass es sein kann, dass es beim Radfahren sehr, sehr schwer wird, wenn viel Wind ist. Wir haben am Anfang vom Sommer ja mal ein Interview gemacht, wo du gesagt hast, dir fehlt noch so ein bisschen die Kraft, einfach so die Kraftausdauer beim Radfahren. Hat sich da über den Sommer noch was getan? Ja, also ich meine, man kann natürlich die Welt jetzt nicht in einem halben Jahr aus den Angeln heben. Das ist völlig klar, das ist ein Prozess und ich glaube, ich bin besser als vor 5-6 Monaten. Wie weit die Reise geht, wird sich zeigen, aber ich denke, das ist halt einfach was ich über viele, viele Kilometer einfach machen muss. Das habe ich in der Kurzdistanzzeit einfach nicht gebraucht und auch nicht gemacht. Das ist alles halt neu und aber es macht Spaß und ich genieße es und wir werden sehen, wie gut ich bin. Jetzt ist es ja so, du hattest ja zuletzt in deiner Kurzdistanzzeit ja Verletzungsprobleme und hast ja auch gesagt, dass du da sehr, sehr viel rumstabilieren so machst. Wir haben dich hier gestern ja gesehen, hat auch harte Arbeit ausgeschaut. Ist jetzt so die Belastung vom Langdistanztraining im Vergleich zur Kurzdistanz ja nochmal was auf den Körper dazukommt, nochmal härter? Ja, das ist schwierig zu sagen, weil bei der Kurzdistanz sind natürlich diese ganz harten ganz harten Intervalle auch drin, die natürlich den Körper viel mehr belasten und dieses ganze Bewegungssystem. Beim Langdistanztraining ist es halt eher die Dauer, die natürlich auch am Körper zehrt und mürbt. Von daher ist das Athletiktraining ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Und ich habe da mit der Sabrina Hoppe natürlich eine Spezialistin an meiner Seite, die wirklich jeden Tag mit mir arbeitet.
Und ja, nur durch ihre Hilfe ja, ist es auch möglich, diese Umfänge wegzustecken. Kommen wir gerade dazu. Wir haben hier dieses Mal auch die User gefragt. Sie dürfen Fragen einreichen. Und da haben wir eine Frage von Andreas Korte. Und der hat im Vorfeld ein Interview gesehen, das der Lothar Leder gegeben hat. Und der hat da bezweifelt, dass man mit dem Vorfußlaufspiel von dir hier auf Hawaii einen vernünftigen Marathon laufen kann. Was sagst du zu dieser These? Also ich glaube nicht, dass mein Marathon in Frankfurt an meiner Vorfußtechnik gescheitert ist, zumal ich ja echt bezweifle, dass ich wirklich Vorfuß laufe über einen Marathon. Also bei einem 4,20er-Tempo, das ich da gelaufen bin, da kann ich bestimmt kein Vorfuß mehr gelaufen sein. Das war einfach ein energetisches Problem. Ich weiß auch nicht, inwieweit man den Laufstil jetzt noch ändern kann oder ändern sollte. Ich meine, das ist ja auch eine Sache, wo man einfach entscheiden kann, ich ändere jetzt meinen Laufstil. Also ich würde es schon so erstmal beibehalten und dann schauen, wie es sich ergibt. Also ich meine, ich habe einen erfahrenen Trainer, der weiß genau, wie man, glaube ich, schnell einen Marathon läuft. Und ja, da vertraue ich völlig drauf. Und ja, ich glaube halt einfach, das war ein Energieproblem und das muss ich wahrscheinlich erstmal in den Griff kriegen. Und dann wird sich ergeben, wie sich mit der Zeit vielleicht auch der Laufstil automatisch ändert. Keine Ahnung. Du hast gesagt, du willst hier in erster Linie Erfahrung sammeln, testen. Jetzt ist es so, ich kann mich erinnern, mir hat mal ganz vor langer Zeit der Dave Scott gesagt, wenn man hier antritt, muss man sich ein ganz konkretes Ziel setzen, sonst kann der Tag sehr lang werden. Kannst du es schon auch irgendwie noch konkretisieren, wie so ein Rennen von dir ausschauen könnte? Naja, also ich möchte auf jeden Fall, das erste Ziel ist erstmal ein solides Rennen zu machen, dass ich einfach, ja, gut durchkomme. Keine Stopps mehr im Marathon, einfach ein solides Rennen machen. Und ja, das ist halt einfach noch so, ich habe noch kein so ein Gespür für dieses Rennen, dass ich weiß, ich muss jetzt das Tempo gehen, das kann ich jetzt so lange durchhalten. Das Gefühl, dass ich bin halt jemand, der immer nach Gefühl arbeitet, aber ja, beim Ironman muss man sich dann vielleicht doch ein bisschen anders pacen, wie bei 73 und ITU. Und da muss ich halt auch erstmal Erfahrung und ein Gefühl dafür bekommen. Von daher würde ich mich echt freuen über ein solides Rennen. Wir würden uns, oder die Fans in Deutschland würden uns sich das sicherlich auch freuen. Also tolles Rennen am Samstag, Anne, und danke dir fürs Interview. Dankeschön.